Und ich möchte diese Konfrontation mit Harald Wilimski und Andreas Schieder ausnahmsweise nicht mit einem Sachthema beginnen, sondern mit der Emotion. Wir begleiten natürlich diesen Wahlkampf jetzt schon die ganze Zeit. Es ist mir kaum eine Paarung ins Auge gefallen, von denen, die wir vergangene Woche und diese Woche gesehen haben, wo eine so große Ablehnung zwischen Parteien und auch deren Spitzenkandidaten ist, wie bei Ihnen beiden. Das ist auch deshalb überraschend, weil Sie sich ja beide als Arbeiterparteien verstehen, als Vertreter der kleinen Leute sozusagen. Herr Schieder, stehen Sie sich nicht zumindest in diesem Punkt, Arbeiterpartei sein zu wollen, vielleicht näher, als Sie eigentlich wollen? Das ist eine gute Frage, denn darin steckt natürlich die Frage, was verbindet uns beide eigentlich? Und wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist es vielleicht dieser eine Aspekt. Das ist sicherlich auch das, dass wir beide eine ganz klare Idee von Europa haben. Da ist aber dann schon der Unterschied. Der Herr Wilimski will das Europa, so wie wir es heute kennen, zerstören. Ich will es weiterentwickeln, ich will es sozialer, gerechter und fairer machen. Und ich glaube, es gibt kaum zwei Politiker, die viel weiter auseinander sind. Aber was ich anerkenne beim Herrn Wilimski ist, dass im Gegensatz zur ÖVP, die zum Beispiel immer sagt, sie ist für Europa, dann am Schluss aber eigentlich alles kopiert, was die FPÖ vorschlägt, immerhin ehrlich ist. Aber ich möchte dazu fügen, er ist ehrlich, aber seine Politik ist gefährlich. Gut, Herr Wilimski, auch Sie werfen die Hackeln sozusagen zurück, wenn Sie von der SPÖ kommen. Rührt Ihr sehr emotionales, sehr negatives Gefühl gegenüber den Sozialdemokraten vielleicht schon auch aus dieser traditionell schwierigen Situation, aus diesem schwierigen Verhältnis aus dem nationalen Parlament und aus der österreichischen Auseinandersetzung, gar nicht so sehr aus der europäischen? Naja, ich finde es generell schon schade, dass sich die Emotionen immer wieder hochschaukeln. Ja, wenn ich dann derjenige bin, der es auch mit hochschaukelt, ist dann wahrscheinlich der Grund dafür, wenn man mir vorwirft, ich würde zerstören und ich würde spalten, ich würde was Schlechtes machen. Das ist nicht meine Absicht. Und wenn man hat zu Sozialdemokraten gute Kontakte. Wir regieren in Burgenland gemeinsam mit Sozialdemokraten in Linz. Und das, was gute österreichische Tradition ist, ist sich vielleicht einmal zusammensetzen, einen Kaffee trinken, ja, ein Bier trinken und zu sagen, okay, versuchen wir irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden. Weil letzten Endes werden wir beide auch an dem Ziel arbeiten müssen, was Gutes irgendwie heimzubringen für unser Land. Und wenn wir uns jetzt gegenseitig an den Kopf werfen, ja, dass Sie mir sagen, ich bin der Zerstörer und der Spalter und der Extremist, ja, dann würde ich auch nicht die andere Backe hinhalten, sondern würde mich auch wehren, mit welchen Zetteln Sie da immer jetzt auch kommen. Mein Angebot ist einfach für diese kommende Periode unter allen, die gewählt sind, irgendwo zu versuchen, etwas heimzubringen für Österreich, wovon die Leute da was haben und uns nicht dauernd den Schädel einzuschlagen. Spannend, das ist zum zweiten Mal jetzt heute Abend, dass Sie ein Angebot an Ihren Kontrahenten geben. Ja, der Herr Voggenhuber hat es ganz klar ausgeschlagen. Wie ist das bei Ihnen? Ich kann dem Herrn Wilimski bzw. seinen Wählern auch ein Angebot machen, denn ich glaube, es gibt viele FPÖ-Wähler, die eigentlich auch genug haben, dass die Konzerne unser Leben diktieren, dass 50.000 Lobbyisten mehr entscheiden als die Interessen der einfachen Leute, dass sie denen die Steuerprivilegien von Großkonzernen, diese Schlupflöcher am Nerv gehen und nicht verstehen, warum sie eigentlich fürs Einstimmigkeitsprinzip sind, dass er diese Privilegien schützt am Schluss. Die finden, Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem, aber sie haben gegen die Jugendbeschäftigungsstrategie in Europa gestimmt. Und ich glaube, es gibt aber auch viele, die diese Nähe zu den Identitären, wie heute wieder bei der Sozialministerin im Büro ein Fall aufgetaucht ist, wo wer gespendet hat. Dass es viele gibt, die sagen, eigentlich habe ich mir was anderes erwartet von der FPÖ und das mit den Identitären stößt mich ab. Und für die hätte ich ein Angebot, nämlich, dass sie es einmal mit uns probieren. Und ich habe es in die Bildsprache gegossen, die sie auch verstehen, nämlich in ihre Bildsprache, wo ich einfach sage, SPÖ-Voten statt identitäre Chaoten. Vielleicht ist das ein Angebot an viele FPÖ-Wähler, dass sie sich auch einmal denken, es wäre konstruktiver, Europa sozialer zu machen. Und das bitte, das zweite Tafel in der dritten Konfrontation, das ist ja schon einmal was. Einmal hatten wir Kreide. Kommen wir jetzt wirklich zu den Punkten, die Sie entweder unterscheiden oder einen. Sie vertreten soziale Anliegen, beide. Die SPÖ hat sehr viele Jahrzehnte hindurch den Sozialminister, die Sozialministerin gestellt. Die FPÖ stellt die Sozialministerin im Moment. Sie, Herr Schieder, wollen eine Sozialunion. Was genau bedeutet das? Wollen Sie zum Beispiel, damit es die Leute zu Hause auch wirklich verstehen, ein einheitliches europäisches Pensionssystem? Nein, aber was ich will, ist, dass jeder Mensch in Europa
Recht hat und die Garantie hat, dass er in Europa eine faire Pension bekommt. Die hängt natürlich davon ab, wie viel er verdient hat und in welchem Land er ist, wie die Wirtschaftskraft dort ist. Ich will, dass jeder Arbeitnehmer für seine Arbeit auch gerecht entlohnt wird. Das heißt, ich will einen europäischen Mindestlohn in jedem einzelnen Land im Verhältnis zur Wirtschaftskraft. Aber ich bin am Schluss für ein System, wo wir sagen, wir müssen schauen, dass die Löhne steigen. Die Mindestlöhne, die in manchen Ländern genannt niedrig sind, unmenschlich niedrig sind, müssen nach oben. Und dann steigen am Schluss bei uns auch die Löhne. Das heißt, ein soziales Mindestnetz in Europa ist dringend notwendig. Wir müssen aufhören, nur vom Binnenmarkt zu reden, wir müssen auch vom sozialen Europa zu reden. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, wir haben noch immer das Problem der Arbeitslosigkeit in Europa. Wir haben noch immer viele Jugendliche, die arbeitslos sind. Bei dem Punkt und ich komme auch schon zum Schluss. Und da müssen wir auch darauf schauen, dass jedes europäische Programm, Geldprogramm, auch die Beschäftigung fördert. Wir müssen in Europa auch aktive Beschäftigungspolitik machen. Gut, abgesehen von der Beschäftigung würde ich gern zu dem ersten Punkt kommen. Gerechtere Löhne, hat der Schieder gesagt, in ganz Europa. Was würde denn den Österreicherinnen und Österreichern abgehen, wenn in Bulgarien oder Rumänien zum Beispiel die Löhne steigen würden? Also nachdem der Herr Schieder jetzt in zwei Blöcken dran war, darf ich auch etwas ausholen. Wenn Sie mir das Tafel mit den Identitären da vorhalten, dann würde ich nochmal jetzt Ihnen vorhalten, dass Ihre Leute den Lenin-Geburtstag in Wiener Neustadt feiern, einer der Massenmörder der jüngeren Vergangenheit. Ich tue es nicht, weil es keinen weiterbringt. Ja. Zur Frage der Konzerne, ja, bin ich bei Ihnen. Ja. Das wäre eines der Ausnahmethemen, wo ich sage, ja, fahren wir drüber über Irland. Nur wenn wir da die Büchse der Pandora aufmachen, ja, und das Einstimmigkeitsprinzip beerdigen, dann werden sich die großen Achsen in Europa vor, nämlich Deutschland, Frankreich, mit all den auf sie, wo sie Einfluss haben, einhängen und dann, wenn es wirklich heikel ist, über österreichische Interessen drüber fahren. Das will ich einfach nicht. So, nächste Geschichte, Konzerne. Ja, bin ich bei Ihnen. Wir könnten jetzt auch diskutieren, wer in der SPÖ in welchen Konzernen ist. Ich lasse das zur Güte auch bleiben. Und bei der Arbeitsmarktpolitik, die Sie gefragt haben, ja, das ist aus unserer Sicht klassisch etwas, wo nationale Regierungen Zuständigkeit haben und die Europäische Union, die in so vielen Bereichen versagt, ja, jetzt auch nicht im Bereich der Arbeitsmarktpolitik für eine 500 Millionen Menschen hier Mindestlöhne vorschreibt und Sozialsysteme angleicht, weil wir in diesem Europa eine pluralistische Entwicklung haben, wo Sozialsysteme und Sozialpolitiken abgestimmt sind auf das jeweilige Land. Und wenn man verordnet, dass Brüssel, dass der Mindestlohn in einem bestimmten Land so hoch sein muss, das muss ja auch erwirtschaftet werden. Ja. Es ist halt, jetzt bin ich ein bisschen angriffig, Sozialismus ist halt gern immer das Verteilen von Geld, das andere verdienen. Ja. Und wenn Unternehmen das verdienen in einer intakten Wirtschaftsgesellschaft, dann haben aber auch die Arbeitnehmer dann auch ihre Erfolgsanteile daran. Und nicht zu sagen, ich verordne und da muss es das in Rumänien geben und da in Portugal. Gut, ich glaube, es keine Sozialunion. Ehrlich gesagt, es ginge darum, und deswegen verstehe ich Ihre Position gar nicht. Es geht darum, dass jeder Arbeitnehmer auch das Recht hat, am gleichen Ort für dieselbe Arbeit zum Beispiel denselben Lohn zu bekommen. Das passiert noch immer nicht. Wir haben irrsinnig viel Lohn- und Sozialdumping, wo Unternehmen andere Arbeitnehmer aus anderen Ländern herholen und ihnen weniger zahlen, als ihnen zusteht, damit sie mehr Profit machen. Und da gehört denen das Handwerk gelegt. Die gehören bestraft. Und dafür haben wir diese Arbeitsbehörde jetzt endlich bekommen, die Sie versucht haben, in der österreichischen Präsidentschaft zu verhindern. Und daher verstehe ich das nicht, warum Sie zum Beispiel gegen Mindestlöhne sind. Wenn der Bulgare und der rumänische Arbeitnehmer höhere Mindestlöhne kriegt, dann heißt das am Schluss auch, dass ja auch bei uns die Löhne steigen. Und das wäre doch gut auch für die österreichischen Arbeitnehmer. Und ich verstehe nicht, warum Sie sich da ehrlich gesagt nicht auf die andere Seite schlagen. Ich wünsche jedem Menschen auf der Welt höhere Löhne, ein besseres Einkommen und mehr Wohlstand. Ist überhaupt keine Frage. Es wird nur nicht funktionieren, wenn man von Brüssel aus sagt, ihr müsst dort die Mindestlöhne machen. Wissen Sie, was der strukturelle Fehler war, warum dieses Lohndumping stattfindet? Weil die Osterweiterung der Europäischen Union viel zu schnell kam. Und jeder wusste, dass wenn nicht 20% Annäherung ist, und es waren 80% Unterschied im Bereich Lohn und Sozialpolitik, habe ich natürlich diesen Migrationsdruck, wo Leute auf unseren Arbeitsmarkt drängen. Und jeder hat hinter vorgehaltener Hand gesagt, ist zu rasch, ist zu schnell, wir machen es trotzdem. So, jetzt sitzen wir in der Malaise drinnen und müssen es irgendwie regeln. Kurze Antwort bitte drauf, weil ich möchte doch gerne was anderes ansprechen. Wer uns reingesetzt in die Malaise waren aber Sie, weil 2004 bei der Osterweiterung war Schwarz-Blau 1 an der Macht. Und Sie haben damals keine vernünftigen Übergangsregelungen am Arbeitsmarkt gemacht, Sie haben auf das alles verpflichtet. Sieben Jahre und dann waren Sie wieder nicht engagiert und deswegen ist die Malaise so. Das muss man jetzt
schon mal ehrlich dazu sagen, dass Sie uns genau Sie in die Malaise hineintheatern. Gut, das ist schon wieder, wir sind schon wieder in der Vergangenheitsbewältigung ja. und im alten Konflikt. Ich möchte kurz, weil es schon öfter angesprochen wurde, das Einstimmigkeitsprinzip ansprechen, also die Möglichkeit eines Vetos. Sie wollen das, so wie viele andere Parteien in diesem Wahlkampf kippen. Sie wollen das nicht. Nein. Daher zunächst einmal die Frage, wer garantiert denn, dass Österreich dann nicht eine schwächere Stimme hat und große, stärkere Länder über Österreich hinweg entscheiden kann? Schauen Sie, garantiert ist nichts, aber es geht darum, dass wir jetzt immer wieder den Punkt haben, dass Starbucks bei 18 Millionen Umsatz nur 600 Euro Körperschaftssteuer zahlt, während jedes Wirtshaus das Zehnfache zahlt. Und das zu beseitigen, wird deswegen verhindert, weil immer ein Finanzminister dagegen stimmt, dass man hier die Betrugsbekämpfung scharf stellt. Und daher finde ich, ich bin nicht für ein Europa der Blockierer, ich bin ein Europa, das genau diese Probleme löst. Und das geht nur, wenn wir die Blockierer zur Seite schieben und Mehrstimmigkeit zulassen. Das Argument also, die Einstimmigkeit aufzuheben, ist, es gibt Blockaden, die gibt es tatsächlich, das wissen Sie natürlich, Sie sitzen ja im Europäischen Parlament, auch Sie sagen, Sie sind gegen diese Blockaden. Warum sind Sie dann gegen das Einstimmigkeitsprinzip? Ja, jeder will, dass Konzerne ihren gerechten Anteil zahlen, ist überhaupt keine Frage. Man hat aber damit begonnen, dass man immer mehr internationalisiert hat, immer mehr globalisiert hat, ja, den Konzernen quasi den europäischen Markt auf einem Silbertablett geliefert hat. Und jetzt klagt jeder darüber, dass die sich rechtliche Schlupflöcher suchen, um halt möglichst wenig Steuern zu zahlen. So, trotzdem glaube ich, dass eine Gemeinschaft dann erfolgreich ist, wenn sie die Interessen von jedem, der am Tisch sitzt, einigermaßen mitnimmt. Ja. Und wenn es nicht einfach geht, Irland an Bord zu holen, dann versuche ich vielleicht in irgendeinen anderen Verhandlungsgegenstand den Iren einen Zuckerl zu geben und sie da an Bord zu holen. Warten Sie mal kurz, ich hätte nichts dagegen. Dann wird es so bleiben, wie es ist. Jein. Wenn wir uns bemühen, vielleicht nicht. Ich hätte nichts dagegen in diesem einmaligen Fall. Ja, aber wir machen damit die Büchse der Pandora auf und künftig fahren die großen Netzwerke über kleine Staaten drüber. Das will ich nicht, ja, pro futuro. Und das ist halt ein unterschiedlicher Gut, Zugang. Aber das heißt, dass die Konzerne weiter mit uns machen, was sie wollen. Das heißt, dass wir uns bemühen müssen, die Iren das finde ich schade. So, aber das sieht man, okay. So, dass Sie nicht an auf der Bord Seite zu holen. Positionen in diesem Fall ausgetauscht. Sagen, wie erwartet, sehr unterschiedlich geblieben. Auch jetzt, danke Ihnen beiden die für die Diskussion. Und es geht weiter mit Tobias Bötzelsberger und seinen Gästen.